Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial in der Reihe Modulatoren. Und in diesem Bitwig-Tutorial geht es um den ADSR, den wir ja schon kennen. Aber jetzt haben wir noch den ADSR als Modulator. Legen wir doch mal los. Ich habe mal wieder einen Polysynth in der Standardausführung. So klingt der. Und natürlich der Dramatik wegen noch einen Delay dazu. So. Und was ich jetzt mache, ich gehe hier in meine Modulatoren und wähle mir den ADSR aus. Wenn ich das richtig schreibe, dann kriege ich den auch. So. ADSR. So sieht er aus. Das ist im Prinzip das gleiche wie die beiden hier unten, aber das erkläre ich gleich nochmal. So, die Konfiguration mache ich auf und dann habe ich die normale Konfiguration Attack, Decay, Sustain und Release. So, ich habe jetzt gerade eben schon mal hier unten rechts darauf hingewiesen, hier gibt es einen AEG und einen FEG. Der AEG ist für die Amplitude da, das heißt die Lautstärke. Hier kann ich regulieren, wie stark der Attack ist. Vielleicht mache ich das etwas lauter. Und wenn ich Attack hochregle, kommt der Ton langsam rein. So kommt er schnell. Release-Zeit runter. Mach mal Delay aus. Und Release-Zeit lange. Läuft der Ton lange aus. So. Hier habe ich einen zusätzlichen ADSR für die Frequenzmodulation. Das heißt, ich kann hier sagen, wie stark hier so eine Frequenz moduliert wird. Dann mache ich hier mal. Und sehe, dass die Frequenz langsam beim Attack dazugepackt wird oder beim Vorführeffekt. So rum war das. Er nimmt langsam ab. Das heißt, langer Attack braucht er lange, um diesen Weg zu gehen. Und bei einem kurzen Attack geht er den Weg relativ schnell und macht dann langsam wieder auf. So, jetzt lösche ich diese Modulation hier aber, weil ich den hier gar nicht benutzen möchte. So, ich möchte den Modulator hier vorne benutzen. Und zwar habe ich mit diesem Modulator, der im Prinzip auch wie dieser Frequenzmodulator, dieser Filtermodulator ist, kann ich diesen Modulator auf alle möglichen Knöpfe und Parameter anwenden. Das ist der Vorteil von diesem Modulator. Das heißt, mache ich jetzt zum Beispiel hier den Filter zu, ein bisschen hier auf, mache ein paar Unison auf, damit das hörbar ist und moduliere mir jetzt so ein bisschen Unison hier rein und so ein bisschen Filterverlauf hier rein. Dann habe ich folgenden Sound mit einer kurzen Attack. Geht der schnell auf und entsprechend Sustain und Release. Wieder zu. Im Moment höre ich nicht viel, weil hier das Release. So, jetzt mache ich den Attack ein bisschen länger. So, jetzt
Jetzt habe ich hier wieder die normalen Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier sagen, wie stark dieser ADSR wirken soll. Das heißt, wenn ich ihn hier quasi auf 0 stelle, passiert nichts. Das Delay wieder, damit es schöner klingt. Zum Beispiel noch schön einen Sub-Bass mit reindrehen, so leicht. Linken Seite, dass er die einzelnen Voices verarbeitet. Das heißt, je nachdem, wann ich einen Ton anschlage, geht dann dieser ADSR los, beziehungsweise die entsprechenden Parameter werden gedreht. Ich drücke jetzt einfach mal zwei Tasten nacheinander. Und die Maus vielleicht da weg, damit man das sieht. So, dieses Verhalten kann ich natürlich mit dem Poly-Switch hier auch wieder wegmachen. Das heißt, wenn ein Ton läuft und ich einen anderen Ton drücke, dann wird der quasi in dem Verlauf mit dazu gepackt, ohne dass er selber einen neuen Verlauf generiert. Natürlich nur Akkorde spiele, dann ist der Unterschied nicht da. Wenn ich jetzt aber wie vorhin nacheinander spiele, entsprechend kann ich natürlich mit diesem Modulator auch jede möglichen anderen Sachen modulieren. Hier ein bisschen im Pitch. Habe ich so eine leichte die Tuning-Geschichte drin. Erzeugt so ein bisschen so einen, naja, man sagt immer so analog. Kann einen sehr schönen Effekt haben, kann aber auch stören, je nachdem, was man da gerade produzieren will. Ja, das war's schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Tutorial wieder ein, wenn es heißt Bitwig, Modulatoren oder andere Themen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.